So, jetzt ist ein alter, eingesessener Hamburger bei mir, Pascal Hens. Schön, dass du da bist. Hallo. Erstmal, wie geht's dir in Dänemark, da oben? Gut geht's mir. Kann am Wochenende jetzt auch hier in Hamburg sein. Deswegen hatte ich auch mal die Chance, hier eine Halbzeit zuzugucken. Und ja, werde dann gleich wieder nach Dänemark reisen. Aber ja, die haben mich gut aufgenommen da, macht alles viel Spaß. Ist natürlich eine große Umstellung, eine neue Mannschaft, andere Spielertypen. Alles ein bisschen gediegener, sagen wir mal so. Platz 11 steht hier, glaube ich, ne? Midtjylland. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, 12., weil wir verloren haben. Aber wir haben noch einige wichtige Spiele gegen Mannschaften, die auch da unten drin stehen. Und, wie geht das dann im Dänisch? Ist das schon ganz gut oder wie läuft das? Ja, die Jungs reden Englisch mit mir. Das ist einfacher, weil auf Dänisch würde ich gar nichts verstehen. Was hältst du von deinen alten Hamburger Jungs, wenn wir schon hier gerade sind? 38, 28 ist eine Ansage. Platz 1. Ja, souverän, souverän. Also ziehen ihr Ding durch, freut mich sehr. Deswegen, ich wollte mir das auch mal angucken. Ist auch natürlich, weil Schrödi jetzt damit spielt, aber wie gesagt, es ist halt jetzt, geht darum, 5 Punkte vor jetzt und es sind nicht mehr so viele Spiele und wenn man sieht, wie sie hier aufgetreten sind, bin ich mir sicher, dass sie das Ding reißen werden dieses Jahr. Schrödi hat vor 2 Wochen bei mir im Interview gesagt, er fühlt sich wahnsinnig wohl. Hast du auch ein bisschen Heimweh? Ja, natürlich habe ich Heimweh. Jetzt wieder hier in der Halle zu sein, auch einige Jungs zu sehen, andere Weggefährten jetzt nicht auf der Platte, aber hier sind wirklich sehr, sehr viele, die ich natürlich kenne. Und natürlich wird man da wieder an die gute alte Zeit erinnert, ist ja noch nicht so lange her. Aber wie gesagt, es ist ja, heißt ja nicht, dass es Ende für immer sein muss. Könntest du dir vorstellen, nochmal wieder herzukommen? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt, diese Saison bin ich in Dänemark, aber die dänische Saison läuft auch ein bisschen anders. Sie haben ein Playoff-System, das heißt, die Saison kann dann auch ein bisschen früher eventuell vorbei sein und dann bin ich wieder hier in Hamburg und ja, wie gesagt, mal sehen, was jetzt hier passiert, was der Verein vorhat in den nächsten Wochen, Monaten und ich hoffe, dass es schnell nach oben geht. Das ist die Aussage, die ich ja schon immer gesagt habe und eventuell kann ich dabei auch irgendwie helfen, aber da muss man jetzt mal gucken, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Wir werden das beobachten. Jawohl. Vielen Dank und viel Glück. Dankeschön. In Dänemark. Tag. Danke.